Das ist das, was random ist. Ach du Kacke. Was ist jetzt los? Der Tag ist doch beendet. Oh, was passiert? Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir haben ja letztes Mal das Central Command Team voll gemacht und wir wissen jetzt, glaube ich, auch mit allen Abnormalities hier drin umzugehen. Das heißt für uns, wir könnten versuchen, ja, eine Core Suppression anzugehen. Und das bedeutet auch, dass wir Nox einmal ins Information Team ziehen und dann hier die Core Suppression aktivieren, da wir die Leute aus dem Control Team ja eh nicht verwenden können. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass es einfach wird. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, dass wir dieses Mal es hinbekommen. Da wir jetzt auch wissen, wie wir zum Beispiel mit der Queen of Hatred umzugehen haben oder sonst was. Wir schauen einfach mal. Beginn Core Suppression. So, das einzige Problem ist natürlich, dass ich nicht weiß, ob diese Sachen hier trotzdem random sind. Das heißt, wir wollen diesmal auf kein Risiko gehen. Wir wollen uns nicht aufs Leveln konzentrieren. Wir wollen einfach nur möglichst schnell möglichst viele Punkte erhalten. Warum hat Gregory bei Georgia bei diesem Ding ein hohes Ergebnis? Ist es auf Level 4 höher als auf Level 5? Wie sieht es denn bei den anderen aus? Die haben auch High. Aber Level 3 auch. Destiny zum Beispiel könnte da auch hin. Das ist sehr interessant. Aber ja, wir schicken einfach mal Georgia rein. Die kann das mal machen. Ein bisschen refreshen, dann kann sie auch da direkt leveln. Ja, und ich sag ja, wir nehmen eigentlich nur Leute, wir stecken nur Leute irgendwo rein, die halt hohe Ergebnisse haben und diese auch erzielen. Den Mörder wollen wir natürlich ausbrechen lassen. Ich habe auch gar nicht geguckt, was bei dem Ding hier das Beste war, ehrlich gesagt. Das scheint aber ziemlich egal zu sein, solange man ein hohes Level ist. Und Inside scheint ja das Einzige zu sein, was wirklich hoch ist. Dann, Victor, mach das doch mal. Wir schicken Mika wieder zu dieser Maschine hier. Die kann hier rein und sich um den Express Train da kümmern. Isabel kann sich um die Wespe kümmern. Und dann wollen wir erstmal gucken, dass der Mörder ausbricht. Ich sage ja, irgendwie kann es auch sein, dass die Success Rate reduziert ist, wo die Core Suppression jetzt im Gange ist. Weil, ja, es scheint überall nicht so gut zu laufen wie sonst. Oder zumindest nach dem ersten Meltdown wurde es, glaube ich, auch schlimmer. Oh Gott, und hier müssen wir direkt mal aufpassen, dass, oh Gott, Frank. Ich habe hier auch Repression gemacht, bin ich denn des Wahnsinns? Was Falsches ausgewählt und ich glaube, das schafft Frank nicht, das zu korrigieren. Uff. Das ist ein schlechtes Ergebnis, das heißt, sie dreht jetzt am Rad. Ja, gut, Frank, da kannst du dann am besten mal direkt nochmal rein mit einem Attachment. Warum habe ich hier Repression gemacht? Und dann können wir gucken. Beim Mörder war Repression ein gutes Ergebnis. Wunderbar. Ich sage ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Anthony, probier du das nochmal und Frank, probier du sie zu beruhigen. Wenn du es denn schaffst. Ja, und hier unten ist Georgia eventuell am Durchdrehen. Haben wir irgendwen mit weißem Schaden? Victor hat roten, Brooke hat pale. Ich weiß gerade nicht, ich glaube Frank müsste da wahrscheinlich hin. Ich wüsste nicht, wer das sonst machen kann. Ja, dann schicken wir zum Magical Girl mal Gregory rein und Frank kann schon mal nach hier unten gehen, weil er muss sie wahrscheinlich gleich beruhigen. Sei denn, sie macht jetzt noch eine sehr gute Arbeit. Oder hier fängt noch die nächste Lampe an zu leuchten und Mika schafft es da rein, aber ah ne, sie hat es aber sogar geschafft. Gerade so. Aber ich sage ja, die Energiekosten da sind sehr schwierig. Warum ist hier schon wieder Repression? Ich habe hundertprozentig nicht Repression ausgewählt. Ist das so random, was die da auswählen? Guck mal, ich habe hier auf jeden Fall Repression ausgewählt. Wenn Anthony jetzt da reingeht, ist es Attachment. Das ist das, was random ist. Ach du Kacke. Okay, müssen wir den Tag neu starten. Jetzt weiß ich auch, was sie meinen mit außer Kontrolle.
Jetzt weiß ich auch, warum in manchen Fällen ein schlechtes Ergebnis erzielt wird, weil es einfach random ist, mit was die Leute da reingehen. Das heißt, wir sollten Abnormalities auswählen. Boss Operation bitte starten. Wir sollten Abnormalities auswählen, bei denen es scheißegal ist, was man da macht. Bei Letizia zum Beispiel haben wir eine relativ hohe Chance, dass wir hier was Gutes bekommen. Das heißt, Asuka, geh da mal rein. Hier unten, das sollte dann irgendwer machen, wie zum Beispiel Brooke. Weil ich glaube, hier ist es auch egal, solange es nicht Attachment ist. Aber hier haben wir auch eine gute Chance, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Aber sowas wie das Magical Girl... Ja, ich meine, hier ist auch... Kommt denn immer etwas anderes, als das man auswählt? Das wäre jetzt auch noch interessant zu wissen. Weil wenn immer was anderes kommt, sollten wir einfach genau das nehmen, was, sag ich mal, schlecht bei diesen Abnormalities ist. Also bei Magical Girl sollten wir zum Beispiel Repression dann nehmen. Wir gucken mal hier, was kommt hier? Hier habe ich Repression ausgewählt, das ist Inside. Was ist denn, wenn ich bei... Was ist denn, wenn ich bei Magical Girl einfach mal Repression reinschicke da mit Frank? Und hier bei Letizia, die hat auch Repression very low. Dann geht Asuka da einfach auch mal mit einer Repression rein. Ist es komplett random, was dabei rumkommt, oder? Wir haben jetzt hier nämlich ein Inside. Und was ist hier das Lowste? Hier ist es eigentlich wirklich egal. Also hier können wir... Hier können wir Victor einfach mit irgendwas reinschicken. Weil wenn es immer was anderes ist, als das, was man auswählt, kann man das eigentlich auch sehr gut kontrollieren. Aber dann darf man auf keinen Fall Abnormalities auswählen, bei denen es fatal wäre, ja, wenn da sonst was bei rumkommt. Hier bei der Wespe zum Beispiel müssen wir dann auch Repression auswählen. Isabel macht das mal. Bei Santa... wäre Repression auch gut. Aber sie dürfen auch Instinkt nicht zu hoch haben. Also hier könnte ich mit einer Repression zum Beispiel Charlotte reinschicken. Und wir müssen irgendwie gucken, dass der Mörder ausbricht. Und beim Mörder wollen wir dann wohl... Ja, am besten wahrscheinlich Instinkt machen, ne? Dass das auf keinen Fall kommt. Ich weiß auch nicht, ob es eventuell davon abhängig ist. Also ob man hier zum Beispiel, wenn man Instinkt auswählt, dass dann ein gewisses anderes kommt oder ob es halt random ist. Weil ich glaube, bisher kam immer, wenn ich Repression gemacht habe, Inside. Und das kommt auch tatsächlich Instinkt hier beim Mörder. Wie schaffe ich es denn dann, dass Employees sterben? Ich könnte versuchen, Letizia ausbrechen zu lassen. Ich glaube, das müssen wir machen. Das heißt, wir müssten Asuka irgendwo anders reinstecken. Asuka, dann geh du doch einfach mal... Ich weiß nicht, was da am besten ist. Vielleicht hier oben zu Santa. So, jetzt müsste ja Letizia eigentlich ausbrechen, oder? Nicht? Irgendwie gerade noch nicht. Asuka, dann macht das doch nochmal. Weil ich weiß sonst wirklich nicht, wie wir das hinkriegen. Oder wir müssen halt jetzt auf Risky gehen und sagen, Frank, geh hier nochmal mit einer Repression rein. Oh Gott, der Zug kommt auch gleich. Mika, ganz schnell mal hier benutzen. Das war gerade noch rechtzeitig. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Inside. Dann sollten wir irgendwie gleich zu Center schicken. Das war doch Charlotte, die Fortitude noch nicht so hoch hatte. Naja. Und Charlotte, geh du schon mal hier runter. Dass wenn Frank gleich 16 Punkte hat, du da direkt zu Center rein kannst. Wenn er überhaupt so viele schafft. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Kann er überhaupt noch 16 schaffen? Sie hat insgesamt 22 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind schlecht. Das heißt, er darf jetzt nichts mehr verkacken. Okay, wir müssen sie jetzt auf jeden Fall hier reinschicken. Das war wirklich, das war perfektes Timing. Also besser hätte es nicht sein können. Und sehr gute Arbeit, Frank. Das war perfekt getimed. Und das Silent Orchestra ist jetzt... Oh Gott, oh Gott. Aber wir müssen beim Silent Orchestra...
Also es darf auf keinen Fall Instinkt werden. Das wäre nämlich ein schlechtes Ergebnis bei allem anderen. Ja, keine Ahnung. Und da kann Frank am besten auch mal direkt rein. Wer das dann macht, ist eigentlich auch egal. Also das Silent Orchestra darf auf gar keinen Fall ausbrechen. Frank müsste das doch hoffentlich schaffen darunter, oder? Ich muss mal gucken, was hier noch im Meltdown ist. Das kann einfach mal Anthony benutzen. Und die Wespe, da kann auch eine Repression von Isabella folgen. War ja richtig, ne? Ja. Auch Frank, der gibt richtig Gas. Ja doch, er müsste das schaffen. Es ist gut, dass er so schnell ist. Das ist auch es ist Repression. Das ist sehr gut. Das ist das Beste, was hätte passieren können. Und das sieht auch sehr gut nach einem normalen Ergebnis aus. Okay, perfekt. Ja, es läuft so weit, so gut. Wir müssen Asuka nochmal hier hochschicken, dass die gegebenenfalls schafft, dass Letizia ausbricht. Ich glaube, das ist im Moment unsere beste Chance. Aber Letizia ist bisher sehr unbeeindruckt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wir können auch mal gucken, ob wir Asuka zum Punishing Bird schicken. Ich weiß nicht, ob... Ist hier irgendetwas, was man dabei beachten muss, was man nicht machen darf? Eigentlich nur, dass man es nicht suppressen sollte, aber ansonsten ist es, glaube ich, egal. Dann Asuka, geht doch vielleicht mal da rein. Das Ding ist direkt neben Letizia. Vielleicht aktiviert sie das eher. Auch nicht. Dann weiß ich wirklich nicht, was mit ihr da los ist. Ach nee, da kommt schon wieder der Zug. Wobei, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Der scheint... Wo ist denn sein Endziel da? Ich glaube, der trifft niemanden, oder? Ich meine, verhindern kann ich es jetzt eh nicht mehr. Der hat eine gute Fahrbahn genommen. Zug zur Rettung. Der hat niemanden aus dem Spiel genommen und hat aber ein paar Clerks erwischt. Da waren auf jeden Fall 3 Stück mit bei. Das ist perfekt. Sehr gut, Zug. Und The Perfect Food kommt gleich. Dafür können wir dann... Ja, das können wir ein paar Leute umbringen lassen. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen unbedingt das Ding da unten im Auge behalten. Es ist so schwierig, auf alles zu achten. Im Idealfall, das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, dafür ist der Cleaver-Counter nicht hochkommt, würde nach Dawn ab direkt Noon kommen. Und ich glaube, wenn wir die beiden Boni bekommen, schaffen wir, dass es fertig ist. Wir müssen eventuell das Big Bird ein bisschen beruhigen. Was ist das Schlechteste beim Big Bird? Das ist auch Repression, was man machen kann. Das heißt, das macht Isabel mal. Sie hat Insight ausgewählt bekommen. Das ist sehr gut. Das sollte passen, hoffentlich. Ja, der Clifford Counter ist wieder hochgegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich wieder wen zu Letizia reinschicken kann. Aber müsste ja eigentlich, oder? Suka, guck einfach mal, was passiert, wenn du jetzt wieder zu Letizia reingehst. Können wir da nämlich auch noch ein paar Punkte sammeln. Bei Beauty and the Beast könnten wir rein theoretisch noch wen reinschicken. Wobei es da auch gefährlich ist, wenn halt Repression randommäßig kommt. Uns fehlt auch irgendwie eine Ausrüstung von ihm, aber naja gut, haben wir mal schnell nachgemacht. Die haben wir wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt verloren. Und hier oben ist es genauso gefährlich bei der Rüstung. Das Baby wollen wir auch nicht zum Schreien bringen. Ich glaube, wir schicken einfach weiter hier Charlotte zum Weihnachtsmann hin. Aber Repression schien bisher immer Insight zu revealen. Also irgendwie scheint das doch zusammenzuhängen. Mit Charlotte, du kannst übrigens auch mal zurück. Das heißt aber, Instinkt war, glaube ich, einfach weiter Instinkt. Das heißt, wenn wir da mal Christopher hinschicken... Müsste jetzt auf jeden Fall The Perfect Food kommen. Und bleibt das hier gleich? Das ist jetzt Repression. Aber das ist gegebenenfalls auch nicht schlecht. Aber es werden 3 Clerks sterben. Das heißt, wir müssten gleich Leute schicken zum Suppressen des Mörders. Mika ist da unten, die kümmert sich schon direkt um das. Du kriegst mal eine Rüstung. Weil irgendwie machen die ganz schön viel Schaden. Naja, sie wird ja gleich geheilt. Ihr könnt euch auch mal drum kümmern. Training Team, ihr könnt euch hier drauf stürzen. Es sind auf jeden Fall jetzt gerade genug Clerks gestorben. Durch den ganzen Mist. Das heißt, die können sich jetzt alle drauf schmeißen.
Christopher kriegt vielleicht noch ein Schutzschild. Mika kann sich einmal hier an der Maschine heilen. Sie wird sogar direkt komplett voll geheilt. Und Safety Team, ihr könnt euch dann auch direkt mal um das Ding hier kümmern. Und hier drüben sind neue, die kann sich das Training Team schnappen. Das waren nämlich die noch, die aus dem Control Team übrig geblieben sind. Bitte alle. Das wäre sehr nett. Vor allen Dingen, lasst die ja da einfach rumstehen. So, perfekt. Und nun kommt sogar gleich direkt. Es ist optimal. Das heißt, es steht unserem Sieg jetzt, glaube ich, nichts mehr im Weg, wirklich. Sofern ich nicht absolut verkacke oder irgendwas übersehe. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob danach noch irgendwas folgt. Das kann natürlich auch sein, dass wenn man die Energie voll hat, noch was anderes passiert, aber I don't know. Wir werden sehen. So, jetzt kommt nun The Process of Understanding. Wo befinden die sich denn? Einer ist hier drüben. Den könnt ihr euch direkt schnappen. Das schafft ihr, glaube ich, auch so. Einer ist hier unten. Den solltet ihr euch auch schnappen. Mika am besten nicht. Die kümmert sich weiter um die Maschine hier. Safety Team, ihr könnt euren auch direkt schnappen. Training Team, ihr euren am besten auch. Wo ist der denn? Da oben. Ruby vielleicht nicht, aber die anderen. Oder hat Ruby eine gute... Nee, Ruby hat keine gute rote Rüstung. Und dann haben wir hier direkt noch einen im Safety Team. Und wir geben euch ein rotes Schild. Sind da mehr als sonst? Sieht irgendwie aus, als wären da mehr als sonst. Safety Team hat seinen schon in den Griff bekommen. Dann könnt ihr euch eigentlich um den hier unten kümmern. Hier oben, der ist auch gleich kaputt. Mika schnappt sich das Ding hier. Werden da unten sowieso alle geheilt. Und jetzt haben wir, glaube ich, nur noch den hier oben, wo wir noch ein Schild einmal geben. Und dann ist es irgendwie noch nicht fertig, weil irgendwo wahrscheinlich noch einer rumgeistert. But where? Da oben. Da kann sich das Central Command Team drum kümmern. Die sind dafür, glaube ich, am besten geeignet. Ich glaube, drei Clerks sind auch gestorben, von daher. Ja. Und damit haben wir auch den Tag abgeschlossen. Was ist jetzt los? Der Tag ist doch beendet. Also, die Energie ist voll. Okay. Energie voll reicht anscheinend nicht. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich hätte irgendwie darauf gehofft, dass jetzt Ende wäre. Ja. Ich würde sagen, dann müssen wir wohl weitermachen. Drei Clerks sind ja auf jeden Fall gestorben. Aber das kann auf Dauer zu Problemen führen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfachere Abnormalities auswählen sollte, weil die Energie haben wir ja schon. Und wenn wir zum Beispiel sowas wie hier den Once in and Hundreds of Good Deeds jetzt einfach machen, da kann ja nicht viel passieren. Genauso bei Murder kann nicht viel passieren. Das einzige Problem ist nur, auf Dauer über die Meltdowns zu kommen, weil ich nicht weiß, wie ich Employees sonst töte. Es war gut, dass wir Noon und Dawn schon hatten, um das ein bisschen aus dem Weg zu schaffen, aber I don't know. Also das Einzige, was ich mir jetzt wirklich vorstellen kann, ist, dass man, dass ich irgendwie einen gewissen Tag, also einen gewissen Punkt des Tages erreichen muss. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was soll ich denn ansonsten machen? Santa ist auch ausgebrochen. Das ist nicht so schlimm. Da kann sich das Safety Team und das Central Command Team drum kümmern. Die sind ja schnell da. Prozess mit ihm. So, wir kommen jetzt zum nächsten Meltdown. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Das Silent Orchestra ist schon wieder in einem Meltdown.
Und yet again, Instinkt ist das, was wir auf keinen Fall haben wollen. Da kümmert sich Frank mal drum. Bei Letizia, ja, wird sich Asuka drum kümmern. Hier wird Gregory sich einfach drum kümmern. Oder Paulinus vielleicht. That Magical Girl. Oh, Gregory wird sich da drum kümmern. Die Wespe, Isabel. Das Herz kann sich irgendwer schnappen. Zum Beispiel Gustafsson ist eigentlich scheißegal. Und hier oben, ja, das ist das Problem. Da wollen wir auf keinen Fall... Was wollen wir da eigentlich nicht haben? Warum machte man nochmal hier nur Insight und Repression? Was war der Grund dafür? Achso, weil die Employees nicht leveln sollten, ja. Und ich glaube, Attachment durfte man hier, glaube ich, gar nicht machen, ne? Oder? Steht hier gar nichts von bei. Ja, keine Ahnung, das, was wir auf jeden Fall nicht haben wollen, ist Attachment. Und Quinn ist die Einzige, die da was machen kann. Also, go, go, Quinn. Und hier ist auch das Problem. Hier wollen wir... Hier ist es eigentlich auch egal. Attachment oder Repression wollen wir gegebenenfalls nicht haben, aber wenn das kommt, ist es auch nicht so schlimm. Es sind ja immerhin Zayin-Abnormalities. Hier kann einfach mal Eugene rein, den müssen wir gleich nur sofort da rausholen. Und ich glaube, dann haben wir alle abgedeckt. Hier oben haben wir Insight, das ist völlig in Ordnung. Hier unten haben wir Attachment. Das ist nicht optimal, aber wir haben ja einen, also einen, wenn wir einen Cleavers Konter verlieren, ist ja in Ordnung. Ansonsten sieht im Moment alles in Ordnung aus. Gegebenenfalls braucht das Big Bird eine Beruhigung. Aber ja, es kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich glaube ja, wir müssen ein paar Employees noch töten, ne? Ja komm, Isabel, probier hier einfach mal eine Repression durchzuführen. Also keine Repression, sondern was anderes. Und wir müssen beim Mörder irgendwie den entkommen lassen, weil ansonsten dreht unser Magical Girl beim nächsten Mal durch. Das heißt, wir probieren hier einfach mal irgendjemanden reinzuschicken mit dem Instinct, Christopher zum Beispiel, und hoffen, dass Repression bei rauskommt. Ja, das wird hier unten ein gutes Ergebnis, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Hier oben haben wir ein Attachment. Dadurch wird er nicht ausbrechen. Ich glaube, dann konzentrieren wir uns mal auf den Mörder und gucken einfach, dass wir den irgendwie ausbrechen lassen können. Alles andere ist ja erstmal egal. Wir müssen nur hier unten auf die Maschine ein bisschen achten. Aber das macht Mika schon. Ich werde hier einfach so häufig Instinct machen, dass der Mörder einfach keinen Bock mehr hat und ausbrechen wird. Und schon wieder ein Attachment. Aber das läuft halt auch nicht gut. Das läuft halt eher so mittelmäßig. Und das ist auch kacke. Was ist denn, wenn wir einfach mal ein Attachment machen? Geh einfach alles durch. Christopher, mach mal ein Attachment. Das ist ein Insight. Insight ist auch low. Wenn wir Glück haben. Aber Christopher macht nur zu gute Arbeit irgendwie. Christopher, lass das sein. Dann probieren wir doch einfach mal ein Insight. Anthony? Jetzt haben wir Repression, das ist optimal. Aber haben wir überhaupt noch Clerks? Ja, ein paar laufen hier rum, aber... Ja, mal gucken, ob der Mörder die findet. In der Zwischenzeit machen wir am besten mal nichts, weil der Mörder soll erstmal seine Opfer finden. Wenn er jetzt nämlich in irgendein Team einfällt, müssen wir gucken, dass wir die Leute da abziehen. Nicht, dass sie den angreifen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wo der hin will. Er will hier runter. Ja, Leute. Dann geht ihr doch einfach mal hier hoch. Ihr sollt ihn auf keinen Fall suppressen. Der hat andere Aufgaben. Okay, er zieht weiter. Da hat er schon mal einen gefunden. Und jetzt geht er wieder woanders hin. I guess, ihr könnt dann wieder zurückkommen. Da hat er einen zweiten gefunden. Ich weiß nicht, wo der hin will. Bitte nicht wieder da runter. Okay, er zieht weiter. Da wären ein paar Leute, aber die gehen ihm irgendwie gezielt aus dem Weg. Da ist jemand. Da kommt noch jemand, aber der braucht schon nicht mehr. Training Team, ihr könnt euch dann schon mal auf ihn stürzen. Sollte erledigt sein. Mika, du bleibst bitte hier unten in dem Raum, ja? Möchte ich sehr nah da dran haben. Und dann
kümmern wir uns einfach weiter. Um den Totenschädel und um den Mörder mit einer Repression ist eigentlich egal. Ob der jetzt nochmal ausbricht oder nicht. Hauptsache, wir treiben erstmal den Cleave of Counter hoch. Alkut rastet vor allem auch ein bisschen aus langsam mit dem Text. Der steht jetzt überall. Oh, was passiert? So, I couldn't do it. Okay. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass wir weiterkommen müssen, aber ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir nur so wenig weit kommen müssen. Ich dachte, wir hätten auch noch Dusk besiegen müssen. Dusk und dann die Corsair. Also so hatte ich mir das vorgestellt. Anscheinend mussten wir nur bis zu einem Meltdown von 6 kommen. Und wir können uns neue Abnormalities aussuchen und es kommt auch ein neues Team. Memories began with a warm hug. Ich glaube, das kennen wir schon. Also, wir haben es zumindest schon häufiger gehört. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Bin ich mir gerade nicht sicher. Tell the kids today's treat is going to be grape-flavored candy. It's his favorite. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Kommt mir zumindest bekannt vor. Ich weiß es nicht. Wir machen mal die Memories began with a warm hug. Passt hier überhaupt nicht zum, ja. Elijah. Hello, Ace, sir. I'm really, really glad to join this team. I forgot to introduce myself. My name is... I'll try my best to be helpful to the team. Oh, I was writing a report. Where'd it get off to? Nothing could be achieved through passion alone. It was obvious what mistakes impatience could cause, so we needed to take our time. The situation wasn't bright enough for me to remember everyone's name or personally respond to meaningless gestures. It was only after a very long time that I realized giving praise once in a while may have been a good idea. Alkut? I'll say hello. You're so silly. I think you confuse us for humans from time to time. I feel like I had a real dream for the first time in a while. The other Sephiroth told me that I damaged the facility a lot. Have you ever felt it, manager? That feeling of sailing the ocean without the map or any kind of guidance? The feeling of groping blindly through a vast darkness? It feels like I'm an island on that vast ocean. I work in the control team. Nobody knows how much pressure it is to be in a position to command everyone else until they've truly tried it themselves. I'm sure you know how it feels, manager. Everything starts tumbling down on top of you when you start thinking you might not be able to handle it. Have you ever looked into the eyes of a dying employee? Don't look away from them, saying that there's nothing you can do for them. Don't just be sorry for the dying sacrifices. Don't blame yourself, thinking that you could have done better. Only after you can confront those moments as they are, will you be able to see other things. I saw you overcome unavoidable trials, those of which probably originated from me. To be honest, I wasn't sure you would make it. Am I being too forward? We can't change the past, I know. I don't expect you to be a shining beacon or lighthouse in the vast ocean or that this place will suddenly become all peaceful and warm. But maybe we can just try and wait, right? We'll take it in all those horrible moments. Though I want you to be the one to bear the suffering, manager. Like we are now. The will to stand up straight. 10% germination of seed of light. What? Yes, I never expected them to be restored, but it appears I was wrong this time. Ja, also ich muss ja sagen, der eine Zug kam ganz schön into Clutch, weil ohne den, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich das Magical Girl ein bisschen durchgedreht. Der Zug, der ist wirklich so perfekt in der Linie durchgefahren, dass er, ich glaube, er hat wirklich nur 3 Clerks erwischt und hat sonst alles verfehlt.
I attempted to tell you that it was reckless, however, it wasn't such a big loss in our end. I realized that a large quantity of energy was refined during the process of restoring that Sephira. If you wish to know why such an occurrence passed, well, that the day will come when you find out. I am a machine. Ich weiß nicht, ob das jetzt story-related ist, also ob das wir schon hatten. I can remember everything. Ich glaube aber, das hatten wir schon. Ja, das ist die normale Story. Gut, dann... Ich meine, wir hatten letztes Mal das Disciplinary Team. Ich glaube, wir gehen diesmal ins Welfare Team. Weil warum nicht, lernen wir den halt, den Typen noch kennen. Wir haben ja sowieso gerade ein bisschen Story. Morning to you, my good manager, sir. I'm in charge of welfare. Are you going to be opening up my department today? Yeah, sure, why not? Malkuth synchronization completed. Higher LOP payout for each completed workday. All employees have a higher movement speed. Nice. The department in which the suppression took place will no longer be influenced by Clifford meltdowns. Okay, wow. That's huge. Ich meine, es ist nur das Control Team, aber keine Meltdowns mehr da? Ich meine, das könnte auch schlecht sein. Eigentlich ist es eher schlecht, weil so Meltdowns bei geringeren Abnormalities sind eigentlich scheißegal. Die macht man mal eben so. Und jetzt haben wir aber praktisch eine höhere Chance, dass es bei irgendwelchen problematischeren Abnormalities der Fall ist. Also eigentlich ist der letzte Punkt schlecht. Aber wenn wir das irgendwann für die anderen Teams auch noch bekommen, ist das eigentlich ganz gut. Memory Repository Imprinted. Ja, okay, danke. Gut, das Control-Team kann hier wieder rein. Tja, wir müssen mal ein bisschen gucken jetzt hier. Ja, über die Abnormality wissen wir schon ein bisschen. Ich weiß nur nicht was, aber... Paul died of asphyxiation after working with T0406 multiple times in a row. Unit several times in a row is what causes the unfortunate incidents. Please refer to the old letter document for more information. Kann ich hier hoch? Ah, ich kann. Harold was found dead in her arms with a broken neck. It is believed that visiting T0406 containment unit several times in a row is what causes... Ja gut, also niemals den gleichen Employee mehrmals da reinschicken. Verstanden. Und ansonsten, keine Ahnung, anscheinend Attachment. Scheint auf höherem Level nicht mehr so gut zu funktionieren, aber ja. Haben wir hier sonst noch was? Wir können beim Silent Orchestra doch jetzt auch die letzten Escape Informations raussuchen. Und ja, bei den Defenses stehen halt überall Fragezeichen, weil wir haben ja gelesen, dass sich das immer ändert. Und ich hatte im Editing übrigens auch gesehen, dass es nicht nur Resistance gegen den anderen Schaden, sondern er ist komplett immun gegen anderen Schaden, also... Warte mal, wo stand das denn? Ich glaube... Ja, hier unten stand's, ne? Ja, also... So, im First Movement ist er nur... Also kann er nur Schaden von Pale Damage, im Second nur vom Black und so weiter. Wir wollen das Orchester gar nicht ausbrechen lassen. Wir kriegen das gar nicht kaputt. Oder Employees würden dabei sterben, aber naja. Die Waffe und die Rüstung... Die Rüstung... 0,2 weißer Schaden. Das ist sowas von krass. Also mit dem könnte auch ein Employee sich einfach da reinstellen. Gar kein Problem. Was aber auch nichts bringt, weil er den Schaden nicht wechseln kann. Das wäre gut in Kombination mit der Waffe vom Schmetterling, weil die ja schwarzen und weißen Schaden macht. Aber ansonsten... Ja, die Waffe... Fast Speed, Medium Range... Klingt eigentlich gar nicht so gut. Weil es ist nicht Very Fast Speed. Und nur 4 bis 5 Schaden ist irgendwie... Also wir gucken auf jeden Fall mal, dass wir die Rüstung machen. Bei dem Star hier können wir die Rüstung auf jeden Fall auch machen und das werden wir auch machen. Die Waffe natürlich auch, wenn wir noch dazu kommen. Ja, hier unten können wir zumindest eine Waffe machen. Warum nicht? Schadet ja nicht. Und ja, es hat keine Rüstung, also. Ich glaube, das war's ansonsten so züglich irgendwas craften oder irgendwas gucken. Doch hier können wir noch, bei dem Bird können wir alles machen. Ich weiß nicht, ob uns noch irgendwas fehlt von irgendwelchen gestorbenen Employees, aber wir können alles mal kurz durchgehen von den Sachen, die wir zumindest haben. Hier fehlt eine Waffe.
Ich meine, auch wenn wir sie jetzt nicht brauchen, bei der Wespe können wir auch noch eine Waffe machen. Ist es auf jeden Fall gut für kommende Playthroughs. Aber ich glaube, das scheint es erstmal gewesen zu sein. Ich glaube, wir machen hier auch erstmal Pause, weil noch ein Tag würde jetzt erstmal zu lange dauern. Wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall ein paar Employees anstellen, weil wir ein neues Department haben. Und ich glaube tatsächlich im Central Command Team reichen, also reicht es, wenn da 8 Leute drin sind. Das muss nicht komplett voll sein. Wir haben im Endeffekt einen, der sich um jedes Ding kümmern kann. Vielleicht so ein bisschen gemischt wie Gregory und Frank. Die können eigentlich beide alles machen. Aber ansonsten, ja. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. Ja gut, dann machen wir doch erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye bye.